So, ein herzliches Hallo nochmal. Und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Just Cause 3. Ich habe euch ja versprochen, dass ihr dann sehen werdet, ob ich diese eine Nebenmission geschafft habe oder nicht. Und ihr werdet staunen, ja, habe ich jetzt. Und jetzt haben wir das hier freigeschaltet, also haben wir jetzt alles hier weg. So. Und was hier so starke Sachen. Also hier so starke. Die Stärke da jetzt fahrschalten kann. Das werdet ihr auch irgendwann mal sehen. Ich werde mir jetzt in jedem Fall noch mal gucken, was hier los ist. Und dann werde ich mir jetzt mal zunächst das Ding hier schnappen. Weil ich habe da unten was gesehen. Sammeln nach einer Ansiedlung auf. Wow. Ja, genau. Und in die Richtung wollen wir jetzt erstmal fahren, weil ich habe jetzt wieder Bock auf ein bisschen Action hier nach dem ganzen Zirkus. Und ich hoffe mal, dass dieses nächste Let's Play jetzt wieder besser wird. Aber trotzdem habe ich es auch aufgenommen. Da könnt ihr auch mal sehen, wie verzweifelt ich auch mal werden kann. Aber trotzdem lasst ein Like und ein Abo da. Weil nur so könnt ihr mir auch sehr, sehr weiterhelfen. So. So viel dazu. Jetzt sind wir hier, wow, an der nächsten Base angelangt. Das ist auch Kampfgebiet, das ist schon mal nice. Boah, das wird mir jetzt aber wir ein bisschen wird viel zu bunt. Ach Mist, ey, jetzt wollte ich mich da um in Sicherheit bringen. Ja, das Blöde ist, ich habe keinen Panzer. Weil mit dem Panzer hätte ich da jetzt mal schon den dann geschmissen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt erstmal hier hoch begeben. Hab ich den da runtergekickt, Digga? Er hatte keine Chance. So. Wollen wir das Ding mal testen jetzt? Nee, besser nicht, weil. Ey. Verschwindet jetzt hier. So. Bam, weg mit hier. Ja, wie habe ich Verdacht, dass ich hier eben einen Panzer geben soll? Panzer wäre jetzt nicht schlecht, ey. Wenn ich ehrlich sein muss.
Aha, was sind denn? Da war ja ein Panzer. So, raus mit dir. Der Panzer gehört jetzt mir. So. Ja, haben wir hier irgendwo noch einen Panzer? So. Du hältst mal die Klappe da. Lass mich in Ruhe arbeiten hier. So. So, ich habe euch wieder mehr Action versprochen. Also kriegt ihr jetzt auch hier mehr Action. Aber ganz abgesehen davon. Meint er hier eine auf Oberkassen da machen zu müssen? Und ganz abgesehen davon. Wow. Ganz abgesehen davon geht mein Panzer jetzt hier in die Luft. Ey. Neuer Panzer wäre jetzt nicht schlecht, ey. Ach, da oben ist auch noch so ein Idiot, der meint, auf mich schießen zu müssen. Na gut. Wenn er das so haben will, kriegt er das so. Auch hier ganz abgesehen davon haben wir hier noch eine schöne Panzerfaust. So. So, schauen wir mal hier, was wir hier noch so an Munition haben. Ja, gut. Ja, Pech gehabt war. Ach, ganz abgesehen davon habe ich jetzt auch noch was vergessen. Dann wollen wir das hier so. Boah, weg mit dem Scheißturm hier. So, jetzt aber im Schrott. Na? Habe ich euch zu viel versprochen? Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite jetzt. Wir wollen uns hier schon mal diese komische Flakstellung hier safen. Falls mal wieder feindliche Helikopter kommen sollten. Ja, die Flipperkugel, die bist doch wohl du. Oh, dann machen wir hier erstmal den ganzen Mist hier weg. Ja, und hier ganz abgesehen davon.
aber wir haben so einen Armleuchter. Der meint, der wäre hier der coolste. Na, guck. So, wenn wir die. Aber ganz abgesehen davon hätten wir auch noch hier das Ding hier noch schön vorher. Noch umplanen können. Was willst du? Tja, das kommt davon, wenn man sich hier mit den Falschen anlegt, Leute. Na, wie gefällt dir das, ne? Wir haben ja hier noch viel, viel mehr. Ist das hier auf dem Weg? Nee, ich glaube eher nach hier, oder? Jawohl. Ja, genau, die haben wir ja noch völlig übersehen. Ne, hier haben wir jetzt nichts. Also müssen wir hier nochmal rüberfliegen. Ich meine, hier sind auch noch irgendwo Waffen gelagert. Die nehmen wir hier doch gerne mit. So. Aber andererseits brauchen wir auch noch mehr hier von dem Maschinengewehr. Ja, weil das ja so quasi meine Standardwaffe ist, die ich nehme. So, runter mit dir, Junge. Da ist noch einer. Ja, das macht er. Das übernimmt die Flaxon. Wir haben das Ding ja nicht umsonst hier umprogrammiert. Aber irgendwie habe ich auch mal. So. Ey, nice, ein Panzer, den will ich haben, ey.
Den will ich haben. Und den hole ich mir jetzt auch. Da gibt es kein Entkommen, mit Freund, für dich schon mal gar nicht. So, jetzt muss man noch mal gucken. Wo haben wir denn hier noch mal was? Die Stadtgeschütze lasse ich heile. Bevor wir das jetzt machen, ja, wo ist der Buster? Ach, da. War schon angeflogen hier, Freundchen. Ach, da hinten ist es. So. Haben wir das nächste hier fertig gemacht. Dann würde ich jetzt mal sagen, fahren wir weiter. Seid gegrüßt, Bürger. Der General hat bestimmt, dass Kava Geminos Est geschlossen wird. Manchmal müssen sich ein Anführer und seine Bavarium-Minen eben trennen. Ihr wisst, wir alle lieben die DRM, was sonst? Vor allem, wenn sie mit Sturmgewehren direkt vor einem stehen und wild gestikulieren, damit man sich an den Text hält. Was ich natürlich tue. Viva Medici. Ach, was ein Affe. Was für ein blöder Affe. Nur Ausreden um Ausreden. Egal, fahren wir jetzt mal weiter. Aber auch keine Sorge, NGL Biathlon steht auch nachher wieder in den Startlöchern. Das verspreche ich euch jetzt schon mal, dass es nachher wieder NGL Biathlon geben wird. Nur ich wollte halt nochmal ein bisschen weiterkommen. Aber diese Probleme, die ich da vorhin dabei dann bei meinem letzten Let's Play hatte, hier mit den, ja, sag schon, so, ich fahre jetzt erstmal hier rein. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Ich mal hier vom Acker. Hier auch. Ja. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst. Ja, die könnte ich gar nicht mehr melden, weil sie schon längst tot sind. Das ist ein Fehler, sich hier mit mir anzulegen, Leute. Gut. So, dann fahren wir mal nochmal ein Stück weiter. Weil wenn hier immer noch so viel DRM rumfährt, dann muss ja hier in der Nähe noch so eine Basis sein, die wir noch erobern müssen.
um natürlich halt hier die das komplette Gebiet hier einzunehmen und hier von den Leuten der DRM zu befreien. Weil Deravello schickt immer mehr von seinen Leuten los. Also muss hier irgendwo noch eine Base sein. Wenn das hinten nicht schon eine Base ist. Oder? Nee, ich glaube, das ist jetzt hier schon unsere. Oder liege ich falsch? Ich schaue jetzt besser nochmal nach. Nee. Oder? Doch, das ist schon unsere, weil... Hä? Was fährst du denn da jetzt noch zum unsere Base hin? Gut, dann haben wir da schon mal nichts mehr, was wir erobern müssen. Aber vielleicht führt uns hier noch ein Weg lang. Ja, werden wir ja sehen, weil ich meine, ich hätte ja schon alles hier fertig gemacht. Nee, aber eine Ansiedlung haben wir ja hier noch. Nee, da oben, da waren wir schon. Definitiv. Ach Leute, ihr merkt gar nicht mehr, dass dieses Gebiet hier schon mehr von der Rebellion eingenommen wurde. Also verpisst euch. Ja, aber ganz abgesehen davon hau ich diesen Idioten erstmal weg. Du machst einen Lauten hier. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Wisst ihr was? Ich fahre hier erstmal mit dem Panzer hier rein. So, ganz einfache Kiste. Was? Was war das? Was schicken wir hier einfach mal hier zwischen? Wo kommt der jetzt bitte schon weg? Kein Problem. Seid ihr mit dir, Junge? Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. So. Wir steigen jetzt mal aus. Nee, das wollen wir jetzt nicht machen. Wie ist die Lage? Bitte kommen! Heilige Scheiße!
Ja, dass du scheiße bist, das wussten wir schon immer. So. Aber was wir auch schon immer wussten, ist, dass ich jetzt mich hier wieder rauskämpfen werden möchte. Weil andererseits möchte ich noch, dass ich hier noch eine Base auch finde. Aber wenn das hier schon alles so bewacht wird, Leute, das kann nur verdächtig sein. Eventuell da hinten. Vielleicht ist da hinten ja noch was, was wir noch einnehmen müssen. Nee. Dann würde ich mal sagen, wenden wir mal wieder unser schönes Ding und dann fahren wir mal weiter. Hui. So. Wollen wir uns mal hier mal noch mal schön umschauen, was hier so los ist. Genau, Leute, tötet den Affen mal. So ist es brav. Woanders muss auch hier. Muss doch hier noch irgendwo eine Basis sein. So, ganz ehrlich gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal in andere Richtungen um. Wir checken das jetzt alles hier ganz genau ab. Weil wenn das hier schon wieder Sperrgebiet ist. Muss das ja nur... irgendwo noch eine Base geben. Nur ich weiß es aber auch leider nicht mehr. Na guck, hier werden. Hier versuchen die Kollegen. Hier sich hier gegen die DRM zu sträuben und. Ey Kollegen, macht mal Platz, weil ich will keinen von euch hier überfahren. Also in der Richtung geht schon mal nichts. Entweder biege ich jetzt nochmal links ab oder ich fahre zuerst geradeaus. Ne, dann mache ich jetzt erstmal geradeaus. Irgendwo muss ja die Basis sein. Ja, sorry, aber da habe ich jetzt keine Zeit für, aber
Der DRM wird eh schon erwarten, was denen da passiert, weil du hast ja auch noch deine, weil ich habe da ja auch noch meine Kollegen da. Die machen das schon, keine Sorge. Alter, was ist hier los, ey? Alter, hier kommst du hier. Kommt ja nirgendwo mehr durch, ey. Straßensperren, die gehen mir so was von auf den Sack hier. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. So. Ey, was ist los mit euch, ne? Ihr denkt wohl, ihr hättet hier die dicksten Eier. Hört die Klappe. Was ist da draußen los? Bitte komm! Warum antwortet niemand? Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Straßensperren gibt's hier nicht. Moped fahren schon mal gar nicht. Gibt's hier, gibt das hier nicht. Oh. Alter, die kommen ja alle mit dem Moped an, ey. Seite hier. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Panzer sind unterwegs zu eurer Position. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. Nee. Entsendung von Eliteeinheiten autorisiert. Eine Eliteeinheit ist unterwegs zu eurer Position. So, wir machen uns hier mal lieber wieder auf uns hier mal vom Acker, weil. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Tja, jetzt kommt mal ruhig, ne? Ach Junge. Taktischer Eingreiftrupp nähert sich eurer Position.
Jetzt muss ich mal erstmal hier zusehen, dass wir hier wegkommen. Hier Zentrale. Panzer sind unterwegs. So. Hier fühle ich mich doch wieder viel, viel sicherer. Oh, ein Panzer. Ey. Kollege, ich könnte darauf wetten, dass ich der bessere Panzer von uns beiden bin, also. So. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Und ein Helikopter wäre jetzt nicht schlecht, ey. Aber ich verpiss mich jetzt mal wieder in meine Base, lieber. Ich weiß nicht, wo war das gestern? Ja doch, gestern. Ziel wurde nicht gefunden. Suche abbrechen. Hey Kollege, wisst ihr was? Sorry, dass ich das jetzt machen muss, aber... Ich brauche einen Helikopter. Ich brauche unbedingt einen Helikopter, ey, weil... Alter, was ist los? Was ist los mit dir, ey? Ich brauche nur einen blöden Helikopter, ey. Es ist doch nicht so schwer, sich einen Helikopter zu holen. So, Kollegen. Tut mir leid, aber... Den Helikopter, den brauche ich jetzt halt. Kriegt ihr nachher wieder, versprochen. Weil vielleicht finde ich hier noch diese eine Basis noch, die noch nicht gefunden wurde. Oder ist das wieder so eine... Nee, also eine Bohrinsel kann das nicht sein, oder? Nee. Also hier schon mal nichts. Ja, jetzt geht wieder dieses ewige Suchen los, aber das kennt man ja schon. Wenn man schon das meiste hier in diesem Bereich erobern konnte, dann geht halt wieder die wilde Sucherei wieder los. Hier ist aber auch nichts.
Nee, hier ist auch nichts. Also fliegen wir mal wieder ein bisschen in die Richtung. Weil hier die ja eine Base-Motor hier noch irgendwo sein. Oder eine Ansiedlung. Na, haben wir hier was? Nee, das war ja, was wir vorhin erobern konnten. Nein. Wir wollen schon hier in diese Provinz hier bleiben. Hier wird schon höher mit einem Heli und nicht tiefer. Irgendwo muss doch hier noch so eine Ansiedlung sein. Eine einzige. Aha. Das machen wir besser nicht mit dem Heli, weil die haben ja hier diese Station da. Sie befinden sich auf Aber ganz abgesehen davon haben wir wieder hier einen schönen Panzer am Start. Wir brauchen Hilfe. Du brauchst Hilfe. Alle Einheiten hierher. Du Zusätzliche die Truppen Hilfe. sind unterwegs. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. Oh, weg mit dir, Junge. Das hat den Sinn davon, die Leute. Mal ganz abgesehen. Ey. So. Ach, wohl Leute. Ja, die freuen sich immer schon wieder zu früh. Ey, was soll der Scheiß? Warum zieht er sich nicht hoch? Ich verstehe die Welt auch irgendwie nicht mehr. Aber ganz abgesehen davon freue ich mich wieder auf den Panzer, den sie mir hier wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Ich steige garantiert nicht aus. Ich bin doch gerade erst eingestiegen. So, jetzt muss man langsam mal die
Scheiße hier auch hier mal loswerden. Genauso wie diese komischen Armleuchter da. Die immer mal ein bisschen auf mich schießen zu müssen. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. Du hältst jetzt mal deine Schnauze denn hier mit deiner Minigun. Alter. Kein Problem. Wir schicken euch Verstärkung. Ziel neutralisieren. Schnell. Ey. Ja, wo ist der blöde Heli? Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Hier Zentrale, Panzer sind unterwegs. So. Das ist sehr freundlich, dass du mir dein Panzer zur Verfügung stellst. Wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. So. Den sind wir schon mal los. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Na? Ein scheiß Ding. Panzer sind unterwegs zu eurer Position. So. Schon haben wir das. Ich krieg euch alle. Einen nach dem anderen. Schon haben wir hier diese Provinz befreit. Okay, ich würde aber sagen, wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Let's Play von Just Cause 3. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dahin und haut rein, euer Marcel Let's Play.